Triggerwarnung. Wer das nicht mag, zu sehen, wie Sachen weggeschmissen werden oder viele Produkte an einem Ort sind, der sollte das Video jetzt lieber ausschalten. Kommen wir zum Schandfleck der Wohnung. Wow. Help me, please. Ich muss sagen, ich drücke mich davor schon eine ganze Weile. Ich glaube nämlich, das letzte Mal habe ich meine Schminke ausgemistet, als ich aus meinem Kinderzimmer in die erste WG gezogen bin. Das ist ein kleines bisschen peinlich. Hier landen Pakete, hier bewahre ich Sachen auf, die ich verlose. Hier kommt alles rein, was aus den Augen, aus dem Sinn muss. Und jetzt möchte ich das gerne mal angehen. An der Stelle eine kurze Rechtfertigung. Das sind nicht alles Sachen, die ich gekauft habe. Also, was ihr jetzt gleich sehen werdet, sind zu 90% vermutlich PR-Geschenke, Dinge, die ich auf Events bekommen habe. Vielleicht habe ich davon das ein oder andere auch mal privat geschenkt gekriegt. Aber selber gekauft sind wahrscheinlich effektiv 10%. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Make-up gekauft habe. Das ist wahrscheinlich wirklich meine Foundation, die ich irgendwann letztes Jahr mir zugelegt habe. Und mit Sicherheit ist die Hälfte davon nicht mehr gut. Wusstet ihr, dass Make-up ein Verfallsdatum hat? Und seht ihr da dieses kleine Cremetöpfchen sozusagen? Und das bedeutet, dass das Produkt ab Öffnen oder ab erstem Benutzen dann jetzt in diesem Fall 12 Monate haltbar ist. Und wenn ich jetzt gleich diese Sachen durchgehe, dann sind die mit Sicherheit älter. Damit ich mich in diesem Raum bewegen kann, muss ich jetzt erstmal meine ganzen Videolampen wegräumen. Für gewöhnlich lasse ich das nämlich einfach immer alles stehen. Dann muss ich mich nur noch hinsetzen und kann anfangen zu drehen. Ah, es geht schon los. Wodurch jetzt diese Lampen? Das hier ist mein Schminktisch, an dem ich überhaupt nicht mehr sitze. Ich habe im Badezimmer so eine kleine Kiste mit dem Make-up drin, was ich tagsüber benutze. Irgendwie muss ich mir jetzt überlegen, wie ich hier strategisch vorgehe, damit ich nicht die Vollkrise kriege. Am besten mache ich wahrscheinlich einen Stapel behalten, weggeben, Müll. Da werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen, das so zu machen. Alles, was hier drin ist, habe ich wahrscheinlich vor kurzem verwendet. Sprich, das ist alles noch Zeug, was ich benutze. Das ist auch schon mal schön. Da kann ich dann Sachen reinschmeißen, die ich noch weiter benutze. Den zum Beispiel. Ich habe hier vor kurzem ein Paket von Catrice bekommen mit lauter veganen Produkten, von denen ich einfach noch nichts ausprobiert habe, was ich aber prinzipiell eigentlich cool finde, aber irgendwie noch nicht dazu kam, weil ich einfach nicht mehr so viele Schminkvideos mache. Was ist das? Bouncy Bronzer. Hübsch, hübsch, okay. Wird behalten. Ich erzähle euch mal ein Problem, was ich mit Nagellacken habe. Die sehen in der Flasche immer wunderschön aus und ich denke mir immer, ja, den benutze ich auf jeden Fall. Und das Ende vom Lied ist, ich benutze ihn nicht. Das Einzige, was ich immer drauf mache, sind rosa und Nude-Töne irgendwie. Und ganz manchmal habe ich einen verrückten Anflug von einer Farbe. Ich glaube, hier freut sich einfach jemand anderes mehr drüber. Kann ich auch verschenken? Kann ich auch verschenken? Kann ich auch verschenken? Irgendwas macht merkwürdige Geräusche in der Wohnung. Fuck my life! Alex hat ein Do-it-yourself gemacht, was gerade eben kaputt gegangen ist und ungefähr meinen Arbeitsplatz geflutet hat. Was geht eigentlich? Krise behoben, weiter geht's. So, widmen wir uns den Sachen hier drüben. Das sind Dinge, die ich auch schon alle benutze. Deswegen stehen die auch da so oben drauf und sind nicht mal schön einsortiert. Das ist eine wasserfeste Mascara, das benutze ich nicht. Okidoki. Ja, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus hier hinten. Ich habe hier halt auch diese Aufstellergeschenke gekriegt. Ich meine, das ist ja nett in dem Moment. Aber was will ich denn damit? Dieses Etagere, schaut euch das mal an, das ist so umgezogen. Ich habe diesen ganzen Schmuck in diese Tüte und das einfach nur da reingelegt und nie ausgeräumt. Oh, ein Glücksschwein. Früher von meinen Taekwondo-Meisterschaften. Okay, das darf dann natürlich sitzen bleiben. Ich fühle mich ein bisschen, als wäre ich ein Messi. Vielleicht bin ich einer. Okay, ich fange schon an zu schwitzen. Ich habe noch nicht mal richtig angefangen.
Pro-Tipp, legt euch auf jeden Fall schon mal ein paar Kisten bereit, in die ihr dann Sachen reintun könnt, die ihr spenden oder verschenken möchtet. Zum Beispiel spenden kann ich natürlich nur Sachen, die ich noch nicht benutzt habe. Versteht sich. Aber zum Beispiel verschenken an Freunde, an Familie, an ich weiß nicht wen. Vielleicht findet man ja auch noch sonst irgendjemand, der auch schon mal einmal benutzte Sachen mag oder so. Das sind alles Pinsel, die ich verschenken möchte. Ich glaube, ich bin den Rest meines Lebens mit Waschen beschäftigt. Und das sind die Pinsel, die ich behalten werde. Don't judge me. Ich weiß, es sind immer noch mega viele und die müssen auch alle gewaschen werden. Machen wir mal weiter mit dieser Schublade der Schande. Das sind alles Dinge, die ich immer wieder benutzt habe. Oh mein Gott. Man könnte meinen, ich wäre regelmäßig in den Make-up-Topf gefallen. Aber ich liebe die Abwechslung. Okay, ich werde das jetzt einfach mal einzeln, glaube ich, alles hier rausholen. Es geht schon. Könnt ihr das sehen? Na, lecker. Für diese Schublade habe ich mir jetzt was überlegt, weil die einfach ein bisschen siffig aussieht, dadurch, dass da hinten das so aufgequollen ist. Und vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr so Make-up-Aufbewahrung habt, dass da dann einfach so Flecken drin sind, die nicht mehr wirklich weggehen. Ich habe deswegen hier so ein bisschen Geschenkpapier und werde das jetzt da reinmachen. Und irgendwann kann man dann diesen Boden von dieser Schublade mal austauschen, wenn man dieses Tischchen dann mal für was anderes benutzen möchte. Da möchte man ja vielleicht nicht unbedingt seine Sachen in sowas reinlegen. Boah. Ich würde sagen, das sieht doch jetzt schon mal um einiges besser aus. Und hier in der Mitte ist dann auch noch Platz, um ein bisschen was anderes mit reinzutun. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist das hier schon völlig ausreichend. Also da ist wirklich alles doppelt und dreifach mit drin. Aber wie gesagt, das sind schon alles Sachen, die ich auch im letzten Jahr benutzt habe. Vielleicht auch im letzten Jahr neu aufgemacht habe. Und deswegen lasse ich die jetzt einfach mal noch da drin. Denn jetzt wird es richtig spannend. Wir kommen zu diesem Schrank hier hinten. Und da sind einige Sachen drin, die ich seit ein paar Jahren nicht mehr benutzt habe, glaube ich. Um euch mal so einen kleinen Einblick zu geben, in dieser obersten Schublade ist Make-up drin, sind Puder drin, sind Concealer drin. Das sind wirklich Sachen, die ich schon seit Ewigkeiten habe. Na, da ist sogar der Fokus nicht mehr am Start. Ich glaube, das habe ich in meinen ganz alten Videos manchmal benutzt. Ja, also da sind einige solcher Schätze drin. Hier in der zweiten Schublade sind Highlighter, Bronzer und Blushes. Von Sleek, das war das erste Ding, was ich von Sleek besessen habe, glaube ich. Und ich mir mal irgendwann selber in England oder so gekauft habe. Das ist mit Sicherheit auch schon wieder 4, 5, na, ist mit Sicherheit noch älter. In dieser dritten Schublade sind Augenprodukte. Jetzt denkt man erstmal, ach, das geht ja. Und dann hebt man diese Schublade hoch und dann merkt man, ups. Dann kommen so ein paar Messy-Kram-Schubladen mit Beuteln und Zubehör. Diese erste große Schublade ist auch eine große Katastrophe. Da sind nämlich Lippenprodukte drin. Und die habe ich des Öfteren mal ausgemistet. Also das ist jetzt nicht mehr das, was ich original so, ja, wobei doch teilweise schon, was ich original so aus meiner WG zum Beispiel damals auch mitgenommen habe, als wir dann umgezogen sind das erste Mal. Und zu guter Letzt ist diese Schublade auch noch voll mit Make-up und zwar sind hier lauter Lidschattenpaletten drin. Und mit Lidschattenpaletten habe ich so ein bisschen ein kleines Problem, weil mir dann manchmal da eben ein Ton gefällt, wie hier zum Beispiel. Ihr seht, ich habe in so ein paar Farben mal reingeditscht. Aber dann kann ich sie halt auch nicht mehr wirklich verschenken. Nur noch irgendwelchen Privatpersonen. Und ich kenne eben einfach keine Leute, die sich so farbenfroh schminken und das dann gebrauchen können. Und dann bin ich immer so ein bisschen ratlos, weil einerseits möchte ich die Sachen ja auch gerne ausprobieren, aber dann möchte ich auch nicht, dass sie nur in der Schublade rumliegen. Und hier unten, da ist auch, was ist das eigentlich überhaupt? Ich glaube, da sind so Ersatzsachen.
und Mückenspray, ein paar Pflaster und irgendwelche Dinge, für die es nicht so wirklich einen Ort gibt. Ich muss ja sagen, ich fühle mich original so, als würde ich so eine gute alte Schminksammlung drehen und euch so zeigen, was in meinen einzelnen Schubladen drin ist und was ich davon gut finde und was ich davon blöd finde. Und das ist so richtig YouTube 2012. Nur ein bisschen anders, weil ich werde jetzt aufräumen. Und tada, so sieht der ganze Spaß jetzt aus. Also, wenn wir nochmal in die Schubladen schauen, dann ist das doch ein großer Unterschied. Und auch hier drin. Okay, ja, es ist jetzt nicht so mega ordentlich, aber es ist auf jeden Fall sortiert. Das ist zwar noch eine große Platzverschwendung, aber ich habe auf jeden Fall mal gut ausgemistet. Vor allem die Schublade finde ich sehr krass. Das ist alles, was übrig geblieben ist von meinen Augenprodukten. Auch in diesen anderen Schubladen habe ich ein bisschen aufgeräumt, wobei die ja schon einigermaßen in Ordnung waren. Und auch hier habe ich deutlich reduziert, ausgemistet, dran gerochen. Widerlich, Leute. Schaut eure Lip Liner immer gut an. Meine hatten tatsächlich weiße Punkte. Ich wusste nicht, dass sie schimmeln können. Sie haben geschimmelt. Auch bei den Lidschattenpaletten war ich radikal, auch wenn es nicht so aussieht. Und vor allem auch bei den einzelnen Lidschatten. Die hatten einfach teilweise überhaupt keine Farbabgabe mehr, weil sie schon so alt waren. Da waren meine ersten Lidschatten dabei, die ich mit 17, 16 und so gekauft habe, die jetzt wirklich 10 Jahre alt sind. Also von denen habe ich mich dann guten Gewissens mal getrennt und hier dann einfach ein bisschen Ordnung gemacht. Auch in dieser Schublade habe ich aufgeräumt. Damit habe ich meinen Schminktisch auf jeden Fall schon mal geschafft. Ich habe eine Kiste mit Dingen, die ich verschenken möchte. Ich habe leider viele Mülltüten und jetzt mache ich mich noch an diese letzte Ecke hier mit lauter noch nicht ausgepackten Sachen. Sprich, die sind neu und da gucke ich jetzt eigentlich nur durch, was davon möchte ich ausprobieren und den Rest kann ich weggeben. Immer wichtig, Betriebsanleitungen für Dinge, von denen ihr keine Ahnung habt, für was sie nochmal waren. Also, Jemene, wie sage ich das jetzt, ohne undankbar zu klingen? Es gibt manche Firmen, die haben sehr aufwendige PR-Verpackungen, was für mich persönlich immer der blanke Horror ist, weil ich mir dann immer nicht ganz sicher bin, was ich damit machen soll. Hier zum Beispiel, ja, da ist eine Wimperntusche drin und noch so ein paar, also ihr seht, ja, hier, das sind die Produkte, da sind 4 Produkte drin. Stimmt nicht, doch, 4 Produkte. Und diese Verpackung ist so gummiert. Das heißt, es ist sehr hochwertig und manchmal kann man hier zum Beispiel auch so ein Insert rausnehmen und dann hätte ich jetzt diese Box. Was mache ich damit? Solche Schachteln hier zum Beispiel, die so etwas größer sind, oder auch diese hier, finde ich dann wieder ganz praktisch, weil ich da Sachen drin aufbewahren kann. Aber das hier zum Beispiel, in der Make-up-Industrie, Leute, falls ihr das nicht wusstet, fließt einfach sehr, sehr viel Geld in Verpackungen. Die eigentlichen Produkte sind gar nicht so teuer, aber für Verpackungen wird sehr viel Geld ausgegeben und entsprechend sehen die Produkte auch manchmal aus, ne? Also die sind ja schon oft, so eine Wimperntusche kann ja schon mal sehr schöne Verzierungen und so weiter haben, weil diese Produkte einfach von ihrer Verpackung leben. Und ich sitze dann hier und denke mir, nee. Worüber ich mich tatsächlich immer sehr freue, ist so Seidenpapier. Das behalte ich nämlich immer und da kann man dann wieder Geschenke drin einpacken. Der Unterschied. Es ist aufgeräumt. Also diese Ecke hier ist wieder ordentlich. Hier liegt nichts mehr rum. Die Ecke sieht jetzt wieder gut aus. Und natürlich mein ganzer Stolz.
der Schminktisch. Also auch der ist wieder aufgeräumt. Die Technik ist da hinten in der Ecke verstaut. Folgt mir am besten auf Instagram. Ich werde manches davon verlosen. Ich möchte aber auch ganz viel spenden. Wenn ihr irgendeine gute Adresse in Stuttgart habt, irgendein Frauen- oder Mädchen- oder sonst was Haus, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Ich würde es auch irgendwo hinschicken, wenn ihr da eine gute Adresse habt. Wenn es eins gibt, was ich jetzt durch dieses Video gelernt habe, dann ist es auf jeden Fall, dass ich dieses Aufräumen nicht so lange vor mir herschieben möchte. Ich finde es echt krass, weil ich konsumiere selber gar nicht so viel und werde aber natürlich gewissermaßen irgendwie so in so einen Konsum reingebracht. Ich bin dankbar dafür. Ich möchte mich überhaupt nicht beschweren und ich habe ja immer die Möglichkeit, das Ganze einfach an Leute zu geben, die sich es vielleicht nicht leisten können oder sich es nicht gönnen möchten. Vielleicht könnten sie es auch. Und das ist natürlich eine sehr luxuriöse Situation. Darüber bin ich mir vollkommen im Klaren. Vielleicht habt ihr auch so einen kleinen Einblick bekommen, euren Eigenkonsum ein bisschen zu hinterfragen. Vielleicht habt ihr auch jede Menge Sachen, von denen ihr eigentlich wisst, dass ihr sie nicht unbedingt braucht und habt so einen kleinen Anstoß gebraucht, um da auch einfach mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Es gibt sicherlich super viele Menschen, die würden sich auch über Dinge von euch mega freuen, weil sie ja vielleicht auch nicht die Möglichkeiten haben, diese Dinge zu besitzen. Und ein Riesenwunsch von mir wäre, dass dieses Video irgendeine PR-Firma, irgendeine Agentur sieht und das Ganze einfach vielleicht auch mal ein bisschen hinterfragt. Vielleicht vorher doch nochmal anfragen, auch wenn man auf einer PR-Liste steht, ob man das denn gerne haben möchte. Und sich auch über dieses ganze Verpackungsthema ein bisschen Gedanken zu machen. Wenn ich die Wimperntusche bekomme, die kann ich zur Not auch verschenken. Aber den ganzen anderen Schnickschnack, den braucht es nicht unbedingt. Und deswegen ist das Produkt nicht viel, viel cooler. Ich verstehe das, dass man ein cooles Auspackerlebnis vermitteln möchte. Aber ich glaube, im Jahr 2019 könnte man da noch einen kleinen Step weiterdenken und das auf eine andere Art und Weise cool machen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Ich kann euch sehr gerne das nächste Mal in einen anderen Raum dieser Wohnung mitnehmen, wenn ich da ein bisschen aufräume. Aber dieser hier, da war der Zustand wirklich am schlimmsten. Hier geht es außerdem zu meinem letzten Video. Stimmt das überhaupt, dass ich das jetzt hier verlinke? Ich bin ein bisschen verwirrt, weil eigentlich sitze ich ja immer woanders. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich freuen, wenn ihr das tut und keine Videos mehr verpasst. Ich bemühe mich, jeden Dienstag um 18 Uhr ein Video hochzuladen. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag. Vielleicht räumt ihr ja auf, dann zeigt mir das gerne auf Instagram oder so. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!